Leute! So, jetzt noch im Kino. Oh Gott, hab ich geile Karten. Gott, hab ich geile Karten. Gott, hab ich geile Karten. Ich, oh Gott, ey. Ich sollte nicht essen, wenn ich der auswählt. Jetzt ja. Neu im Kino. Das Sexy von Babs, der Film. Das gucke ich mir an, neu auf Pornhub, Leute. Nice. Das wäre das Spannendste der Welt. Schaust einfach einen Typen, wie er da eine zu, Dokumentation wie er da irgendwo durch in der Gegend rumsitzt. Das ist ja. Von Galileo. Nein, sie ist Kinderporn, das sind auch sie Kinderporn, oder? Ja, klar. Ja, stimmt. Ja, jetzt neu im Kino. Ein Wellen, sie sich mit der Absicht, dich zu quälen. Was? Film. Hä? Kennt man. Ist das echt eine Karte, die jetzt so aussieht? Ja, ist es. Okay. Das war eine Karte. Alles klar. Jetzt neu im Kino. Der unausweichliche Hitzetod des Universums, der Film. Ja. Besser würde das Universum keinen Hitzetod sterben, sondern erfrieren, weil die durch die Expansion ja alle Teilchen weiter voneinander sind. Deswegen ist das Universum selbst immer weiter. Ja, klar. Ja. Ich glaube, wir sind uns alle dabei einig. Ja, ich glaube, das sind wir wirklich alle. Das Zimmer. Oh, ich dachte, ich hätte alles gesehen, bis ich ein Artcar-Porn-Tumblr über... Leute, ich glaube an euch, das ist super. Okay. Das passt. Alter, was hab ich schon wieder für Karten? Oh nein, das ist das Beste. Ich schwanke zwischen zwei. Glaub mir das. Du willst doch nicht deine Krone verlieren. Also, wir haben es alle gelesen. Hardcore-Porn-Tumblr über. Hardcore-Porn-Tumblr über. Oh ja, Burger. Ich liebe sie. Ich weiß jetzt schon mal, wo ich sie mir gerne reinstecke. Ich hab nichts gesagt. Hardcore-Porn-Tumblr über. Richtig von hinten genommen. Super. Ich war erst gleich mal spielen. Da. Oh Mann. Oh Mann, warum nicht meins genommen? Weil ich nicht so schwul bin wie du. Oh. Ja, nur geht's. Oh, die ist gut. Krieg, wofür ist der gut? Also wenn jetzt wieder jemand die Endlösung des Judenproblems hat, dann hat er gewonnen. Ich habe leider keine allzu gute, aber ich nutze einfach mal eine Chance auf den, dass es so schlecht ist wieder mit. Okay, das kann bei mir gut funktionieren. Oder schreit aber jemand. Nee, absolut nicht. So, hat gar nicht lange gedauert. Ist so. Ich habe keine Ahnung, was ich nehmen wollte, deswegen habe ich random Weise genommen, die mir eingefallen ist. Krieg, wofür ist der gut? Arnold. Okay. Oh Gott! Er ist ein Fakt. Krieg, wofür ist der gut? Der Microsoft Support. Genau. Damit haben wir die Antwort endgültig. Das ist der einzige Sinn von Krieg. Nee, es gibt aber auch, mein Nachbar kann mich nicht mehr mit seinem Gestöhne beim Sex nehmen. Oh, ich schwank gerade zwischen zwei. Ernsthaft? Ja. Geht schon. Den Microsoft Support fand ich auch gut. Warum? Weiß ich nicht. Ich sag ja, das ist genau das, was ich gerade sagte. Das war so schlecht, das ist mein Humor. Aha. Also, das Support sucht Harald Glöckler. Glöckler heißt der. Können wir die skippen? Glöckler. Ah, das ist besser.
Ich hab, ihr habt mir beides geile Karte. Ist, was Frauen wollen. Oh, hier hab ich zwei. Oh Gott, ich hab eine Karte, die leg ich besser nicht. Die Zuschauer sehen die gerade. Alter, ich schwank zwischen dem hier und dem hier. Ach, nehme ich einfach das hier, YOLO. Nochmal, ich hab immer noch also, was in der Ablage liegen, was ich hierfür als Bild benutzen könnte. Ein kaputtes Karton ist, was Frauen wollen? Glaube ich ehrlich okay. gesagt nicht. Natürlich. Wer will das nicht? Ein schwarzer jüdischer Chinese. Was? Was? Das okay. ist nicht möglich. Das ist nicht möglich. Aber okay. es ist eine Karte. Rothaarig hättest du noch schreiben müssen, dann wäre es noch unmöglicher. Oh Mann. Ey, Jan bekommt heute keine Punkte. Ja. Und die Runde hier, jetzt muss mal wer anders noch Punkte kriegen. Ja, ich war mir gerade nicht mehr so ganz sicher, was eine Bukake-Party ist. Ich hab's mal auf Wikipedia eingegeben. Das wollte ich jetzt nicht so genau sehen. Ich trinke, um zu vergessen. Nein, ich trinke, zu vergessen. Das ist ein Unterschied. So, komm. Warte, nein, warte. Ich bleib bei meinem. Ergibt keinen Sinn, kriege ich auch keinen Punkt für, weiß ich jetzt schon. Aber die Karte will ich nicht legen. Die Zuschauer sehen ja auch die ganze Zeit, wie ich die eine Karte markiere. Gott. Warum guckt sich das hier überhaupt jemand an? Wenn ja, schreibt mal in die Kommentare. Wahrscheinlich ungefähr 100 Leute insgesamt. Nein, nie im Leben. Nee, im Leben. Nee, meine Videos. Wow, ja, und meine Videos haben im Durchschnitt 3 Aufrufe. Naja, ich trinke um. Mein Alkohol ist Wer war das? Hallo! Das ist auch eindeutig selbst geschrieben. Ja. ist die beste mögliche Karte. Ja, finde ich auch. Ich trinke um. Weltschmied vergessen. Sind wir wieder dabei angekommen? Ich bin auf jeden Fall sehr konkurrenzfähig diese Runde. Tschüss. Ich trinke um Richterin Barbara Salami. Oh, die! So scheiße. Ja, Barbara Salami, ich liebe sie. Okay, jetzt super, aber wir alle wissen. Beginnen wir jetzt wieder über die Dicke. Danke sehr! Ich hab Bock! Woo! Ja, jetzt bin ich der Einzige, der keinen hat. Fress da! Yeah. Nee, Jan hat in der letzten Runde einen, aber er hat dann nie wieder einen. Ganz genau! So, mein Werten. Doch bevor ich sie töte, Mr. Bond, muss ich Ihnen zeigen. Jetzt spiele ich meine Karte, die Zuschauer die ganze Zeit gesehen haben. Oh je. Mit der Karte, wenn ich jetzt nicht gewinne, dann verlasse ich den Raum. Mein Werten, Damen und Herren, seid bereit. Warte, doch bevor... Janis. So. Doch bevor ich sie töte, Mr. Bond, muss ich ihnen zeigen. Warum? Warum? Der Jun. Ja. Jedenfalls. Es wird immer schlimmer. Was? Hey, es packt die Titten aus. Hier kommt euer Muschi raus. Ich hasse euch alle. Was? Hey. Nicht mal mit der Karte krieg ich einen Punkt! Okay, tschüss, du verlässt den Raum. Wir machen weiter. Yay. Was ist... Oh, Entschuldigung. Er ist halt wirklich gegangen. Ernsthaft? Ja, schön. Mann, er ist der, der auswählt. Macht Spaß. Ja, gut. Toll. Kein Problem. Der Günni. Wenigstens haben keinen Termes. Wir können. Hier wird eben Cut gesetzt, schätze ich. So, bin wieder da. Hi. Ich hoffe, hier wird ein Cut gesetzt. Da. Nee. Wir haben nichts gesagt. Das ist das Problem. Ach so, schade.
dann wahrscheinlich schon. Also hoffe ich jetzt, ne? Können wir weitermachen? Ja, hallo? Ja, dann wählt mal was aus. Ist so. Ja, ich frage, wo habe ich mal vorgelesen? Stimmt, was ist meine Antidroge? Für die paar Fünfjährigen, die eh gerade zuschauen, muss ich denken, was bitte, was, und diese, was und die sich denken, haha, er hat Penis gesagt. Oh. Ja, aber das ist immer noch lustig, ne? Ich lache nicht über den Witz, ich lache über Leute, die über diesen Witz, ich lache über imaginäre Leute, die über diesen Witz lachen. Das wäre ja mal schlimmer. Ich war's. Ich hatte keine Kreativität mehr. Ich habe jetzt einfach irgendwas genommen. Was ist meine Antidroge? Deine Mutter. Okay. Ach, Glückwunsch, Jan. Straightforward. Glückwunsch, Jan. Die verlässt mich eher dazu. Was ist meine Antidroge? Scheiße zurück in den Arsch schieben. Und was ist es noch? Das neue von Steve Jobs erschaffene iPhone 69 mit eingebauter Roffelfunktion. Ah. Das ist alles scheiße. Ich ist weiß, so. Immer die Karten sind das eine ist wörtlich scheiße. Ja. Die sind alle schlecht. Die passen auch nicht wirklich. Keine Mutter ist schlecht. Ist so. Vor allem Antidroge ist, hätte ich jetzt vom Wort so interpretiert, was das man beschissen findet. Und das ist doch alles geil. Was? Was ist deine Mutter ist geil? Vielleicht. Oh shit. Wow, Jan hat 2 Punkte und ich 0. Oh shit, yes! Endlich, ich habe einen Rekord gebrochen. Woo! So. Dafür gibt es eine App. Hallo? Ja, ich. Ja, Oh, was ist denn das für eine Kacke? Meine werten Damen und Herren, ich habe jetzt etwas, das wird, ich muss es loswerden, besonders, weil es diese App wirklich gibt. Oh Gott. Und deshalb, ja, es ist einfach. Weil so. Ich kenne die App, frag mich woher. Hast du sie installiert? Nein, ich hatte sie mal installiert. So. Okay, jetzt bin ich gespannt. Hast du dein Handy mal einen Vibrator umgehalten? Eine Schildkröte mit einem Penis im Maul. Die Karte kenne ich. Und das ist übrigens das, was ich meine. Ich lege heute den Arsch. Was? Das war wirklich. Oh nein. Ja, das ist halt immer wirklich eine App hier beim dritten. Natürlich gibt's das. Ja, ja, natürlich. Das ist alles irgendwie scheiße. Ja. Genauso wie du. Oh. Ich hoffe mal, dass ich Günther keinen Punkt gebe. Deswegen nehme ich mal das. Nie. Oh nein, ja. Ich habe das Falsche genommen. Ha, Opfer! Ja. Kinderpornos feiern. Du musst der. Hab ich schon. Lol. Okay. Ihr könnt selber lesen, das lese ich jetzt nicht. Viel Spaß damit. Oh Mann, meine Antwort ist so dumm. Oh nein. Jede Antwort dazu kann nur dumm sein. So. The other players are selecting. Fucking. Ich bin auch dabei, bitte. Ja, komm, dann mach. Sonst kriegst du Respekt-Schelle. Leute, bitte lasst mal kurz. Ich muss überlegen. Er sagt, Leute, obwohl er der Einzige ist, der irgendwas sagt. Ja. Leute, lasst mir bitte ein bisschen Zeit. Ich bin YouTuber, ich kenn selbst Gespräche zu führen. Yeah. Ich auch, Leute. Jan, du brauchst ja wie immer ein bisschen länger für Sachen, ne? Wenigstens komme ich nicht zu früh. Also. Darauf ist jetzt Stille. Kannst du Fahrstuhlmusik mit dem so spielen? Ich dachte, Kirby wäre schon genug. Okay, Fahrstuhlmusik. Jetzt mach! Yeah. Ja! Endlich! Weiter! Also, wie mögt ihr sie denn? So wie sie sein sollen, in Uranium getränkt. Das ist sogar falsch geschrieben. Ist so. Schade. Gut gemacht, Jan. Ihr habt mich unter Druck gesetzt. Ich hatte keine Lust mehr. Was brauchst du auch so lange, um das zu schreiben?
Ich hab überlegt, ich wollte was komplett anderes das schreiben. Das kannst du nicht. So. Also, wie soll sie denn noch sein? Fabbelig wie meinen Wackelpudding. Ey, das ist sehr. Wie mein Wackelpudding, bitteschön. Wir sind hier in Deutschland. Und noch schwanger. Aha. Die sind alle scheiße, das ist einfach alles scheiße. Meins haben beschissen, der Rest aber auch nicht gut. I don't fuck. Das ist jede Runde hier gehen? Im Moment. Darf ich bitte gehen? Ich will das nicht entscheiden. Das ist dein Pech. Los. Ich würde sagen, nehmen wir mal das ganz linke und wir sehen. Ich bin. Yeah. Als ob. Nein. Das ergibt nicht mal Sinn. Ist halt wirklich so, WTF. Ja, ist wie mit Wanderholen. Wandert ein bisschen hoch. Okay. Gut. Ah, nach dem Erdbeben brachte Frank Walter Steinmeier den Haitianer. Haitianern. Was ist? Ach, Haitianern. Die kommen von Haiti. Ich weiß. Wer brachte ihn? Können wir das bitte skippen? Das macht keinen. Das warum doch, alle außer die haben da, die haben da durchs Erdbeben alles verloren, dann schenkt er denen irgendwas. Was schenkt er denen? Alle außer dir haben auch schon eine Karte ausgewählt. Ja, klar, das ist das Problem. Ach, echt? Ja. Meine Damen und Herren, nach dem Erken fragte Frank Walter den Haitianern. Tote Eltern. Okay. Nach dem Erken brachte Frank Walter den Haitianern. So ja. Kann man es aushalten, ja. Wenn jeder tot ja. Ist, ne? Ja. 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 Nach dem Erken brachte Frank Walter den Haitianern. Warum ist das Mann. Rechte ein Ding? Warum gibt es das Rechte als Karte? Ich weiß es nicht. Ich hätte auch tote Babys legen können. Das wäre ja, aber das auch nicht besser. Ja, die Karte hatten wir schon. Ah, hatten wir schon. Wir schon Skip. Was hast du aus Mexiko mitgebracht? Ach nee, das würde zu Afrika passen. Oh, okay. Kein Wasser also? So, jetzt noch ganz disrespektvoll hier nebenbei Schluck trinken. Du bist da kein Jude, YouTuber, das macht. Was? Hey, morgen weggehen! Okay. Danke gleichfalls. Alles klar, wer hat sich da gerade in ein Rennauto gesetzt und ist losgefahren? Ich sag's nur. Nein. Also bei mir ist gerade so ein Auto so richtig unnötig laut vorbeigefahren, direkt vorm Fenster. Also ich denke mal, das war das. Oh, Bei mir fahren die Autos vorbei. In meiner Straße ist nämlich ein Einbahnstraßenschild, obwohl es keine ist. Nice. Ich war gestern mit Noah im Discord oder was vorgestern. Ist auch egal. Ja, schöne Story. Und jetzt fällt was aus. Noch niemand hat dazu irgendwas. Doch. Der Jan. Nur du hast nicht. Ja, noch niemand hat dazu irgendwas. Doch, ich habe tatsächlich doch was, was ich übersehen habe. Was hast du aus Mexiko mitgebracht? Käsekuchen, Eier. Es muss doch mal ein bisschen was Nettes sein. Ich finde, wir haben genug Scheiße gemacht. Ja, Unterdrückung! Das ist gut! Unterdrückung! Und Atomkrieg! Oh, wir haben hier zwei sehr gute Karten zur Auswahl. Und Käsekuchen. Oh ja. Käsekuchen natürlich. Nehme ich jetzt. Aber Atomkrieg gibt's nicht immer in Mexiko. Da gibt's eher mal Unterdrückung. Nur manchmal. Ja, eben. Da gibt's eher Mafia, stimmt. Okay. Okay. Lässt sich für einen abziehen. Hier habe ich eine sehr gute Karte. Ja, und sie ist auch relativ gut. Also, sie beziehen ihre Freude aus. Okay. Okay. Gut. Und aus Holz. Ich kann mein Holz. Sachen anlecken, um ihr Eigentum zu markieren. Das würde zu Zigeunern passen. Okay. Das stimmt. Vorurteile. Ich weiß nicht.
Warum glaubst du, ich krieg schon wieder keinen Punkt? Das war ziemlich klar, dass das Sache anlecken und mir angucken, das passt zu sehr. Das passt zu sehr. Ja. Halt zu Zigeuner. Ich bräuchte langsam aber mal einen Punkt, ne? Ich will nicht wie der Jan enden. Wie als alter verbitterter Mann. Komm. Vielleicht wurde sie damit geboren. Vielleicht ist es. Boah, da hab ich ja gar nichts. Ich habe jetzt irgendeinen Scheiß genommen. Es macht eigentlich keinen Sinn, aber ich find's trotzdem bitter. Ich nehme einfach das hier, obwohl es keinen Sinn macht. Ja, vielleicht ist es eine Raumstation voller außerirdischer Sexeidechsen. Die gibt's ja wirklich, ne? Die gibt's ja wirklich. Was? Es gibt eine Station im Orbit, da sind nur Reptilien drauf. Und die haben keine Ahnung, wo die ist. Und die ficken da wahrscheinlich alle oben. Ich glaube, da willst du hin, ne? So, wieder da. Ey, keine Gewaltausdrücke, das hier ist ein christlicher. Daran muss man denken. Gut. Ne? Oh, ja, ja, ja. Vielleicht wurde sie ja geboren. Vielleicht ist es die Harvey Oswald. Wer ist das? Wer ist das? Keine Ahnung, wer das ist das? Das sag ich euch nicht. Was? Das ist sehr vielleicht gut. Vielleicht ist es außerdem fett. Ja, einfach stumm. Gut gemacht, Noah. Gut gemacht. Mann, die Runde ist gleich schon wieder rum. Und ich hab einen Punkt. Ich will mindestens zwei Punkte. Ich will mindestens einen zweiten, damit ich nicht mit Jan gleichziehe. Die magischen Kräfte des Mondes beschweren uns heute Nacht. Meine Karten sind ja alle scheiße inzwischen. Aha. Oh, das passt sehr gut. Ich nehme jetzt das, weil ich's kann. Ich kann auch Sachen. Ich nicht. Aha. Pimmelgesicht, mach endlich. Ja, warte. Speedy, Verben, Jackman, Jansen, du hast ja schon ausgewählt, es freut mich sehr. Und Günther, das Walross ist, So ein Werten. Heute Nacht wird uns beschert. Okay. Heute Nacht wird uns beschert. Tote Babys, auch nicht schlecht. Heute Nacht wird uns beschert. Okay. Aber falsch geschrieben. Ja, super. Bevor wir weitergehen, darf ich mal sagen, die zwei linken Karten ist Afrika in a nutshell. Okay. Okay. Was versteckst du vor mir? Scheiße, ich kann keinen Punkt bekommen. Stell jetzt meinen Wackel Donald Trump neben mich. Das macht keinen Sinn, aber. Okay, meins macht auch ziemlich wenig Sinn. Ich hab auch bestimmt. Ich muss jetzt irgendwas schreiben. Wow. Was versteckst du vor mir? Deine Mutter, okay, Jan, herzlichen Glückwunsch. Innovation ist Ausrufe vorhanden. Ein Mann mittleren Alters auf Rollschuhen. Das ist so random. Und Sex mit Patrick Starr. Ja. Okay. Warum gibt es das als Karte? Ich weiß nicht. Die Luft kann sich jetzt über die haben ein Problem. Yay! Oh, 6 zu 6. Hahaha. Mit wem? Lol. Ich brauche noch einen Punkt, bevor hier irgendwer gewinnt. Was ließen die USA im Luftraum... Entschuldigung, was ließen die USA im Luftraum von Afghanistan für die Kinder abwerfen? Oh, ich hab so asoziale Karten. Er hat da gerade was gewählt und ist wieder weg. Oh, ich könnte auch das hier nehmen. Die Zuschauer sehen es jetzt wieder, die nicht hier sind. Das Beste an allem ist, ich könnte eigentlich zwei zusammennehmen und dann halt easy, aber leider geht das nicht. Ja, du kannst das ja beispielsweise eins schreiben. Oder das hier wäre auch nicht schlecht. Ist auch nicht schlecht. Mann, ich habe drei gute Karten. Ich nehme, glaube ich, das. Ich habe drei gute Karten. Ja, mach schon. Schneller. Mach schon, Jan. Ach, komm, ich wechsle. Warum ist immer so lang? Hetzen will ihn wieder, dann verschreibt er sich nochmal. Schneller. Also, die haben über Afghanistan abgeworfen. Okay. Wie soll man Träume abwerfen?
So. Und die Zeugen hier hoch. Ja, die brauchen wir nicht mehr. Wenn wir alle haben. Ja. Ja, stimmt, die braucht keiner. Und außerdem ein Wurf süßer Kekse. Was? 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 Das ergibt nicht mal Sinn. Wenn die Zeugen Jehovas nehmen, weiß ich, dass Christian gewinnt. Deswegen nehme ich was anderes. Nein! Yes! Ich hab nicht yes! Yes! Nein, Mann! Yes! Nein! Ich hätte diesen yes! einen! Yes! Yes! Mann! Ja! Nice! Hoi. Schiebung! Das häufig ignorierte eigentliche Thema von Star Wars ist... Oli, ich hab Angst. Boah, ich hab hier immer noch so viel... Leute, ihr habt verkackt! Ich hab schon das Geilste. Oh, schade. Ich möchte gerne einmal für mich voten. Ich schwanke zwischen dem und dem. Das hier ist scheiße. Das ist ja interessant. Ah, Mann, welches nehme ich? Komm, YOLO. So. Okay, ich habe gerade noch eine Karte von mir gesehen. Das häufig ignorierte eigentliche Thema von Star Wars ist... Was du da bist. Aha. Was du da bist. Seit 16 Jahren. Eins und eins. Was du da bist. Okay, weiter. Eigentlich Thema von Star Wars ist den Holocaust. Das stimmt sogar, das stimmt sogar. Ich weiß. Manchmal war auch so. Es geht aber eigentlich nur für die Prequels. Also für die Teile sozusagen Teil 1, 2 und 3. Das eigentlich Thema von Star Wars ist... Nein? Ah ja, okay. Ich brauche einen Punkt! Ich kann halt noch nicht voraussehen, wem was gehört, ne? Ja, und das ist das Spannende. Ja. Das macht's gerade lustig. Das ist das Ding daran. Yes! Mann! Ich hab richtig gelegen! Yeah. Ja! Junge! Vor allem, Jan, überleg dir jetzt gut, was du machst. Wenn du nicht mich wählst, ist die Runde rum. Hä, das macht keinen Sinn. Intelligent doch, nutzen. Ihr beide habt 6 Punkte und bei 7 ist rum. Ich bin der Einzige, der nicht gewinnt, wenn er jetzt gewählt wird. Das ist ja komplett scheiße, die Frage. Ich hab was. Das ist eigentlich super cool. Ich hätte dafür sogar auch eine Karte. Nee, ich nicht. Ja, das war's dann wahrscheinlich mit der Runde. Was können wir intelligent nutzen? Ja, okay, die Runde ist rum. Das können wir noch intelligent benutzen. Die Vorzeige mit der Runde ist rum. Was können wir noch intelligent nutzen? Der ist wirklich schlecht geteilt. Ja! Doch! Nein! Ja! Danke! Nein! Ich bin nicht so erbärmlich wie der Jan! Sag du hast nur 4 Punkte. Ich hab das so gewartet, damit die Runde noch nicht um ist. Ja, genau. Ich hab das Blind Date war schrecklich, bis wir unser gemeinsames Interesse in entdeckt haben. Die Sache ist die, egal was passiert, ich kann die Runde nicht mehr gewinnen. Doch, wir müssen nur 3-mal hintereinander richtig haben. Nein, auch. Weil jetzt muss ich dann den Jan wählen, damit es nicht rum ist. Achso, Ja, glaube ich auch. Das erste Blind Date war schrecklich, bis wir unser gemeinsames Interesse in Inzest entdeckt haben. Sweet Home Alabama! Oder in... Warum? Okay, dann die Runde ist rum. Jan, das nehme ich nicht. Oder in... Gut. Tote Juden. Glückwunsch. Yeah. Ernsthaft. Das hast du gewählt. Ja. Yeah, Tote Abschauen. Also, beenden wir vor heute mal. Machen wir noch eine Runde. Machen wir noch eine Runde? Klar. Ja. Sehr gut. Wieso hat das kleine Kind sein Eis fallen lassen? Was sind das für ich hab hier eine, die ergibt so keinen Sinn. Dann nimm die. Was? Meine Karten sind alle... Die machen alle keinen Sinn. Ja, ist so. Alter, was ist das? So, ich nehm jetzt die sinnloseste Karte, die ich bisher heute hatte.
Damit kriege ich zwar gleich wieder keinen Punkt, aber ich scheiß drauf. Fällt dir auch irgendwann was aus? Digga, in den Originalkarten, die bei mir liegen, sind teilweise Rechtschreibfehler. Also, das Kind hat sein Eis fallen lassen aufgrund von Fummelhof. Okay. Ja. Wir alle wissen das. Was? Achso, okay. Da wolltest du mitmachen, oder was? Natürlich. Und? Ja. Danke sehr, danke. Keine Frage. Ich weiß nicht, warum ich jetzt Pummeluff hatte. Hast gesagt, ich soll es nehmen, wenn es das Sinnloseste ist. Hab ich gemacht. Oh. Ah, ich bin. Warum hast du eine Maske auf? Oh. Oh, irgendwie schon. Es macht bei mir überhaupt keinen Sinn. Ich muss jetzt so dreckig viel löschen, weil. Ich auch. Ich dieser ganze Dialog im. Dieser ganze Dialog im Video macht keinen Sinn. Yay, ein Typ hat mich auf Steam. Egal, was man sagt. Ein Typ hat mich auf Steam zum Spiel eingeladen, das ich nicht besitze. Hey, du lernst ja auch immer auf bei vorne ein, oder nicht? Ja, stimmt. Aber da lade ich immer Leander ein. Diesmal hat mich Corvin eingeladen. Wir machen jetzt aber, ich finde jetzt mal, ich habe jetzt was ganz Normales einfach genommen. Ich nicht. Ich habe auch was ganz Normales. Was ist denn da los? Eine Maske auf. Weil ich der. Das ergibt keinen Sinn. Ach so, er schämt sich jetzt deswegen und will nicht erkannt werden. Ach so. Ich will auf Halloween gut aussehen. Okay. Oh verdammt, ich habe da eine Leerzeile gemacht, das tut mir leid. Aha. Man kann ja. Da kommt wieder die letzte Karte und wir haben keinen Bock mehr. Da ich diesen Ausschnitt kenne und das warum nicht hier Stroh genauso wenig Sinn ergibt wie das. Ja. Das wäre eigentlich auch eine tolle Frage. Oh, ein neuer Tag, ein neuer. Wenn ihr irgendjemand Mr. Krabs nicht nachmacht, bringe ich ihn um. Scheiße, ich kenne das Zitat nicht mal. Was? Töne! Töne! Töne euch! Was ist mit euch los? Okay, ich geh mich erschießen. Keine wenigstens SpongeBob-Zitat dazu. Nee, das Tadeus-Zitat. Nö. Ich hab SpongeBob lange nicht mehr geguckt. Yeah, der Scat bekommt von mir einen Instant-Punkt. Aber ich erinnere mich trotzdem. Ja, du kriegst einen Instant-Punkt. Wenn die andere Mist jetzt nicht super beziehst. Ein neuer Tag, ein neuer. Meins passt sogar von der Grammatik. Der von einem Schwamm greift. Ein neuer Tag, ein neuer. Wenn man Kindermissbrauch mit Doppel-S. Und ich glaube, davon ist keins ein SpongeBob-Zitat. Noah. Arschpiek! Ah. Okay. Das ist ein Insider. Okay, das hat sich einfach nur behindert angehört. Was soll ich warum? Der war so ein, Günther Jauch! So ehemaliger Freund von mir, war mal so in Frankfurt, hat da irgendwelche Interviews gemacht. Da hat er irgendwas gefragt, ich weiß nicht mehr was, und irgend so ein Asiat sagt so, Arschpiek! Warum? Und dann geht irgendwo habe ich noch ein Video davon. Kommt diese Saison auf dem Broadway? Das Musical. So, meine werten Damen und Herren, ich habe eine Karte, die zu meinem Namen passt. Oh nein! Es ist. Ich hätte was anderes. Kamikaze-Piloten, das Musical. Okay. Oh, tragisch. 72 Jungfrauen, das Musical. Oder Tentakel-Hentai, das Musical. Was ist das? Boah. Ich schwank auch wieder. Ich schwank immer zwischen zwei. Das ist voll mies. Aber ich nehme. Danke sehr, danke sehr, danke sehr. Bin ich der Einzige, der ein bisschen Verbindungsprobleme hat? Manchmal ich auch. Ja, was ist das für ein Lärm? Was ist das für eine Frage? Hä, ich hab nur ich hab halt so schlechte Karten. Ja, nehme ich das da. Ich,
Ich hab auch so eine beschissene Karte, die also, so. Also, der Lärm. Also, was macht den Lärm? Lukas auf jeden Fall macht den Lärm auf jeden Fall nicht, okay. Mhm. Gealtete Atomkraftwerke machen halt Lärm. Ja. Und. Okay. Das war einfach eine Karte. Ich dachte mir, ja, das ist es. Ich hab so eine Scheiße. Ich schaff's diese Runde, 0 Punkte zu machen. Ich schwör's. Wenn ich nicht noch was richtig Gutes bekomme. Was benutzte man in der Nachhilfe, um Schülern in Großstädten zum Erfolg zu verhelfen? Ich wünschte, ich wäre jetzt. Ich wünschte, ich könnte jetzt auswählen, ey. Oh, was hilft denn? Okay. Depression. Das hilft zu großem Erfolg. Was denn noch? Wodka in Wasserflaschen. Aha. Das hilft. Das hilft. Mhm. Natürliche Selektion. Natürlich. Ja. Was hilft ist auch. Das alles? Warum muss ich immer so eine Scheiße entscheiden, ey? Tja, Schicksal. Nimm einfach das ganz Rechte. Das ist dann irgendwie jeder Scheiße. Nimm einfach das ganz Rechte, dann sind wir alle glücklich. Ich okay, würde sagen, Wodka in Wasserflaschen, weil dann sind die Kinder wenigstens akkurat. Natürliche Selektion ist immer gut. Ja. Ich will okay. Punkte. Nach dem haben wir schon. Oh, das haben wir schon. Einfach aufs X drücken. Das kann nur der Horst. Das ist meine geheime Kraft. Das ist super. Das kann nur der Horst. Ja, der Horst. Oh, schade. Anna, okay, dieses Mal kriege ich hoffentlich einen Punkt. Dieses Mal habe ich so eine gute Karte. Meine geheime Kraft ist über Krebs lachen und das? Ja, schön. Gute geheime Kraft. In einen Pool in Vaginal Brain. Das war eine Karte. Das war ein und Scheiße, Kevin. Das war ein Mann. Okay. Okay, meine Damen und Herren. Ich bin jemand, der hatte auch schon Krebs in der Familie. Deshalb muss ich schon ganz ehrlich sagen, ich finde Krebs nicht witzig. Ich schon. Ja, ich auch. Sehr gut. Punkt. Okay. Es ist zu gut. Es ist witzig. Ja, ich hatte es auch und ich bin trotzdem witzig. Okay. Die Ursache meiner chronischen Blähungen. Das passt. Übrigens, habe ich mich verhört oder hat was? Grad, mal kurz. Habe ich mich verhört oder hatte gerade einer von euch in der letzten Runde meinen echten Namen jetzt gesagt? Nein, also ich nicht. Ich habe schon die ganze Aufnahme lang keine Ahnung, wie ich dich nennen soll. Günther. Nee, doch einfach Güni oder Güni. Okay, Güni. Der Güni. Muss ich dann aus der letzten Runde rausschneiden, aber naja. Ist ja nicht das große Problem. Ist ja, ja ist so, das hat keiner gesagt eigentlich. Doch, ich hab's einfach mal schauen. Ziemlich sicher gehört. Ich glaube, ich war's. Ja, meine ich auch, aber naja. 3 Sekunden habe ich's erledigt, schneiden muss ich das Video eh. Du kannst doch einfach nur Spaß nennen. Ja. Das mache ich gerne. Du kannst mich auch Gott nennen. Nein. Du kannst ihn ja deine Mutter nennen. Und du kannst mal endlich was auswählen. Nenn mich George W. Bush. Das, was ich genommen habe, ist einfach so dumm. Warum geht es diese die Karte? Ursache, es macht hier nicht mehr. Leute, die Ursache meiner chronischen Blähungen ist Vaterkomplexe. Ja. Oh, ne. Wir wissen ja, nur Schrott drin sein. Wir wissen ja, der Jan hat auch chronische Blähungen. Bei ihm ist die Ursache aber Heimvideo von Vera Mittag mit beim Heulen in einer Friedenwacht. Was? Hä? Was ist das? Sag mal, Jan, was hast denn du? Was ist mit dir los? Glory Holes. Sehr schön! Wenn du so liest, Vaterkomplex, die Ursache meiner Grundlegung, macht das auch grammatikalisch Sinn. Das hab ich nie bestritten. Ich hab das letzte das einfach nur genommen, so. Weil es keinen Sinn ergeben hat und ich dachte mir, was ist das überhaupt? Maximell aktiviert für Abwehrkräfte. Nee, irgendwas aktiviert. Was sind das für Karten? Oh Gott, ich hab eine so gute, das ist einfach nur super. Das und
So scheiße. Also, was aktiviert deine Abwehrkräfte? Okay. Yay. Yeah. Toll. Aha. Aber das stimmt. Das stimmt. Sinn. Das ist halt einfach wahr. Das stimmt sogar. Ja, das ist halt wirklich so. Nein. Was? Das ist eine Karte! Ich kann da nicht. Hey, das, was ich als letztes gelegt habe, war auch eine Karte. Ja, hier gibt's so behinderte Karten. Oh, Studienergaben, das. Gut für die Gesundheit. Oh, ich hasse mich so sehr dafür, aber ich muss. Sorry. Ja. Meint es. Wer liest vor? Was ist los? Pimmelgesicht. Studienergaben, das. Also Frau Buffet. Nein. Das macht keinen Sinn, nein. Natürlich macht das Sinn. Davon bekommt man Hirnschäden. Da widerspreche ich. Oh nein. Warst du einfach bei der Serie mit? Genau. Ich habe es einmal mit 6 oder so geschaut und dachte mir, Alter, was ist das denn für ein Scheiß? Ich hab RTL. Eine Sekunde reingeschaut, was ihm RTL ist, aber gesagt, das ist einfach nur Scheiße. RTL. Okay, nächste Karte. Schön ergaben das. Ein verheimliche Zoophilie für Gesundheit. Okay. Ist. Aha, Studien ergaben, dass AIDS gut für die Gesundheit ist. Ja. Wozu muss man jetzt was eintippen? Hier. Ha! Güli! Das Punkt! Immer doch nicht nur. AIDS hilft immer! Natürlich. Jetzt wissen wir's. Gestern habe ich eine Dokumentation über. Sehen. Meine Werten, lasst euch was Schönes einfallen. Ja. Eigentlich eine Scheißkarte. Ich hab nur Scheißkarten. Erstmal Dump in Fire Hand. Ich habe nur. Gestern habe ich eine Dokumentation über einen Mann, der seinen Orgasmus vorbereitet. Ach, die habe ich aber auch gesehen. Ist das eine richtige Karte? Ja, die sagt mir, ist es. ProSieben, oder? Gestern habe ich eine Dokumentation über Frauen in Jugendwerbespots. Ah, die hatte ich letzte Runde mal, die Karte. Lass mich! Das ist eine sehr schwere Entscheidung, ganz ehrlich sagen. Weil es Ich wüsste, was ich wähle. Ich werde. Ja, ich werde es auch sehen. Es macht Ja, Sinn. Hätte ich auch genommen. Landmühlen! Ja. Landmühlen! Das wird zum neuen Running Gag. Was mache ich gerade eigentlich? Gerade ist wieder ein Moment. Ich habe keine Ahnung, mit welchen Waffen man im Dritten Weltkrieg kämpft. Aber im Vierten Weltkrieg wird man mit kämpfen. Ich habe gerade wieder einen Moment, in dem ich mein eigenes Leben hinterfrage. Das macht keinen Sinn, was ich sage. Okay. Meine Werte, also, und Herren, oh Gott, ich hab Angst vor dieser Runde. Leute, im Vierten Weltkrieg wird man mit Deutsche, welche Deutsche als Nazi beleidigen, einfach nur, weil sie deutsch sind, kämpfen. Okay. Was ist Zerstörungswaffe? Erstgeborenes mit Bacon umwickeln. Wie rum bestehst du denn da? Die kann man werfen. Und man wird mit. Ich muss los. Landmühlen! Ja genau, Alter, warum nimmt keiner Landmühlen? Was? Also. Oh mein Gott, ich kann dieses Video kaum abwarten. Ich mach 2 Videos draus. Das ist zu lang für eins. Ja, macht Sinn. Ja, es macht Sinn. Also, hier habe ich jetzt die Auswahl zwischen 3 Scheißkarten, die ich alle nicht wählen will. Oh Mann! Irgendwas muss ich wählen. Du hast mir gegen den Elektroschocker gekriegt. Ja, was soll man sonst machen? Ja. Komm. Sicher? Sag mal. Oh, Chrissy! Die Runde ist gleich schon wieder rum, wenn das so weitergeht.
Was ist am meisten Emo? Ich kenne das perfekt. Hab ich eine gute Karte für. Also, am meisten Emo ist Kim Jong-un. Nee, der ist einfach ein fröhlicher Chinese, ganz einfach. Der ist Koreaner! Oh, rassistisch! Ist so! Ja! Warum Kim Jong-un? Hast du jemals Kim Jong-un gesehen, wo er nicht sein komisches Lächeln ist immer die Antwort. Hat, die bis zu den Augen geht? Alter. Los, Mama, ist das beste Mittel gegen Carter. Ich hab eine Karte, die hinterfrage ich besser nicht. Ich hab fünf Karten, die super sind. Ich hab zwei, zwischen denen ich geschwankt hab. Das ging schnell. Ja. Glaub mal, es ist das beste Mittel gegen Kater. Eine thermonukleare Explosion. Nice. Ja. Eine Explosion schon, hat man keinen Kater mehr. Tja. Ich mag aber meine zwei Kater. Oh! Junge, ja, war der schlecht. Ach, guck mal, was wieder da ist. Okay. Vergewaltigen und plündern. Oh. Warum muss ich immer die Scheiße auswählen? Was? Meins war gerade auch nicht besser. Davon ist halt nichts lustig. Überhaupt nicht. Ja, ja. Ich weiß. Natürliche Selektion ist immer lustig, vor allem im echten Leben. Was weiß ich? Ja! Ihr gerne den was war Award. Das? Vier Punkte! Was hätte ich gerne? Den Darwin Award. Den bekommt man, wenn man sich selbst einfach auf eine möglichst dumme Art und Weise selbst umbringt. Oh, das schaffe ich. Jan. Ich bekomme immer heimlich auf der Arbeit einen Orgasmus durch. Leute, bitte beeilt euch, ich muss demnächst weg. Ja, nach der Runde muss ich auf jeden Fall auch aufhören. Meine werten Damen und Herren, nehmen wir jetzt einfach nur noch Noah, dann passt das. Nee. Also. Meinetwegen. Ich bekomme einen Orgasmus durch. Pädophilie. Okay. Ich bekomme einen Orgasmus durch. Ich bekomme einen Orgasmus durch. Ich gehe davon aus, dass ihr Pumuckl noch kennt. Ja. Natürlich kenne ich Pumuckl. Wer kennt ihn nicht? Ist so. Oh. Und ich hasse euch sehr dafür. Hurra, Herr Pumuckl mit roten Haaren. Meine Frau würde mich verlassen, wenn sie von meiner Vergangenheit mit erfährt. Du hast doch gar keine Frau. Wer will dich schon als Mann haben? Wenn jetzt irgendwer Adolf Hitler nimmt, gewinnt er. Wir bleiben hier politisch sehr korrekt. Meine imaginäre Frau würde mich verlassen, wenn sie von meiner Vergangenheit mit zu spät bemerken, dass der Klodeckel unten ist. Abwehrt. Okay. Oder wenn sie von meiner Vergangenheit mit Inzest mit deinen 15 Geschwistern. Abwehrt. Oder von meiner Vergangenheit mit einem Vegetarier heimlich Fleisch ins Essen mischen. Ja. Einfache Sache. Schade. Einfach. Ach, guck mal, wer wieder mal letzter ist. Incest is Wincest. Ja. Okay, gutes Zitat, merke ich mir. Ich auch. Ey, also, lass uns mal eine kleine Speedrunde machen. In 1000, wenn... Hä? Ich glaube, da muss 1000 Jahren stehen. Ja. In 1000 Jahren, wenn Papiergeld nur eine entfernte Erinnerung ist, wird ... unsere Währung sein. So, meine Werten, einfach eine Blitzrunde, denkt euch was aus. Ich hab schon was. Ich auch. Warum gibt es diese Karte? Das frage ich mich bei vielen. Zwei kalte Hotdogs. Aha. Ja, ich bin gleich fertig. Nordkoreanische. Was für eine Währung! Wie alt man mit denen? Was für eine Währung! Also, ich will. Nordkoreanische Freiheit. Ja! Oh Gott. Darf ich ja sagen, warum gibt es diese Karte? Ich hab hier auch eine so, ich hab hier auch ein HSWQ-Set drin, wahrscheinlich davon. Hatten wir schon. Ey, das hatten wir schon. Das hatten wir schon. Forschung am Beginn des... Das 93,726% aller Menschen lieben. Können wir uns beeilen? Jetzt müssen, glaube ich, alle gehen. Los, Leute! Wir müssen uns beeilen! Ich muss dir von der Kauf! Das Game von der von Tippen, mein Doppelsitz, aber als zu lesen. Wer mag das nicht? Ja!
Ja! Als ob! Komm! Weiter! Leider müssen wir ein paar Sekunden warten. Los, 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 los! Wir müssen ein paar Sekunden warten. Oh shit! Auf geht's, Leute! Eine Speedrunde! Du musst vorlesen! Heute Abend wir produzieren! Eine Speedrunde, bitte! Wunderbar! Ding, ding, ding! Depressive Katzen, die sich nicht anmerken lassen! Ein Glas voller von unserer Kondome! Plätzchenhalbigkeit! Boom! Guten Abend! Jetzt haben alle außer dir 5 Punkte! Auf diese Weise wären wir hier nie fertig, ey! Ist so! Lass mich raten, jetzt nehme ich am Ende Jans Karte! Ist eine Metapher für die Liebe! Los, zieht! Aber oh, war das schnell! Blowjob während der Autofahrt. Ist das euer Ernst? Oh mein Gott! Da muss ich jetzt das dritte nehmen. Danke sehr! Das muss ich jetzt nehmen, weil ich sonst beide anderen hätte wählen müssen. Und das wäre ja unfair. Nee, bei einem ist ein Punkt, beim anderen nicht. Okay. Wow! Irgendwas ist die Lösung. Hier. So. Ja, behalt euch. Ey, ich hab schon gewählt. Ja, ich auch, hat noch nicht angenommen. Danke sehr, danke sehr, danke sehr. Ich danke euch. Alter, der Jan zieht. Kann ich jetzt bitte Jan nochmal gewinnen? Der zieht fester als beim Wegs. hi. Entscheidung des Rappers Wilder Kinderszug gibt es seit neuestem. Heilung! Schnell! Mann, ich hab nur Scheiße! Schnell! Soll er los! Ich will irgendwas! Will! Der fleißige Mixer. Ah, schön, Fußballkarte. Ja! Ist okay. Einfach. Komm! Ich kann's jetzt zumachen! Oh, Robin, so wenig! Ich kann's jetzt zumachen! Was ist dieses Geräusch? Los, meine Werte, los, meine Werte, los, los, los! Scheiße! Ding, ding, ding! Das Risiko, sich von einem Vampir ein Deutscher aufzulassen. Rutschein, Horrorgeschichten, 70 nackte Frauen! Ja! Wow, hat gewonnen! Da haben wir es! Wir sehen uns das nächste Mal! Ich hasse euch alle! Wow! Tschüss! Lappen!